Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem weiteren Video. Heute befassen wir uns mit der Frage, wie weit Turrets mit der entsprechenden Einstellungen schießen können, beziehungsweise die Rocket Launcher Schüsse abwehren, Low, Mittel und High. Laut Wiki soll ein Turret auf Low 7 Foundations weit schießen können. Ein Turret auf Medium soll, ich glaube, 18 Foundations weit schießen können. Und ein Turret auf High soll 27 Foundations weit schießen können. Das Ganze hat mich echt ein bisschen stutzig gemacht, weil ich nicht der Meinung bin, dass ein Turret of High 27 Foundations weit schießen kann. Deswegen probieren wir das Ganze mal. Hab auch hier das Ganze aufgebaut. Hab dabei ja schon in der wunderschönen Flycam gesehen. Und zum Ende hin befassen wir uns noch mit der Frage, wie man ein Turret am besten positionieren kann, dass er den den effektivsten Winkel erreicht, um eine Person abschießen zu können. So, wir fangen jetzt an. Wie es aufgebaut ist, kann ich ja ganz kurz hier nochmal durch das Glas erklären. Das Turret ist auf Foundation 0. Das Ding ist jetzt auf Low. Na bitte, welche Wechsel soll ich fahren? Das Turret ist jetzt auf Foundation 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und bei Foundation 7, laut Wiki, soll er ja 7 Foundations weit schießen können, steht eine Mauer. Diese Mauer probieren wir jetzt abzuschießen. Wenn es stimmen sollte, sollte der Schuss nicht ankommen. Wenn es nicht stimmt, fällt die Mauer zusammen. So, das probieren wir jetzt. Let's do it. Das Geschütz hat sich nicht bewegt. Könnte man da erkennen. Wir schießen mal eine Foundation weiter jetzt. Mal nach da. Mal gucken, ob er das da abwehren würde. Wir gucken auf das Turret. Ja! Ja, er hat sich kurz gedreht, aber hat es nicht abgeschossen. So, dann gehen wir noch eine weiter. Wir sehen, das Geschütz hat sich gedreht. Dann wären wir jetzt bei Foundation 5. Wir gucken auf das Geschütz. Oh, hat es abgeschossen? Warte mal, wir probieren es noch ein bisschen höher. Nee. Bei mir läuft es durch, oder? Oder seht ihr es anders? Irgendwo da. Ah, nee, doch, das macht er weg. Aber ihr seht, dass wenn ein Geschütz den Rocket Launcher abschießt, der Schaden darf, rumkommt, wurde das Geschütz das Ding abknallt. Das heißt, wenn da jetzt Croplots stehen würden und ihr mit dem Turret da die Croplots verteidigen wollt, dann geht die trotzdem kaputt. Okay, müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen Mathematik betreiben mit der Positionierung von Geschütz und Croplots. So, wir probieren jetzt nochmal. 1, 2, 3, 4. Irgendwo hier so. Schießt dann ab. Ja. Gut, das war jetzt bei 5 aber, ne? Jetzt würden wir mal probieren, ob wir die Foundation da wegbekommen. Würde er abknallen. Aber, ihr seht es, die Range ist halt sehr begrenzt, ne? Also wir würden es kaputt bekommen. Wir würden es kaputt bekommen mit Turret of Low. Okay, an den Wänden kommt der Schaden nicht mehr durch. Was haben wir denn hier für einen Rocket Launcher? Ja, Ascendant! Jawohl, genau so muss das sein. Gut. Das wäre das zu Low. Also bei Low würde ich sagen, das Ding schießt ungefähr 5 Foundations weit, beziehungsweise 6. Wenn der Startpunkt da die erste Foundation wäre, dann vielleicht sogar 7. Aber der Schaden kommt trotzdem durch. Also, ja. Ich würde maximal was verteidigen, was 3-4 Foundations weg ist. Wobei die Foundations da unten auch direkt kaputt gegangen sind und die sind eins davon entfernt. Also Low ist auf jeden Fall zur Verteidigung von Strukturen nicht empfehlenswert. Außer es ist halt die Wand direkt darunter. So, ich muss nur schauen, dass die Teile mich nicht abschießen. Wir gehen in den nächsten Luftbunker. Oh, Geronimo! Au! Au! Zu dir! Au! Zu dir komme ich noch!
So. Schießt er auf mich? Nein. Hier dasselbe Prinzip. Da ist Foundation 0. Darunter. Das hier ist Foundation 18. Höchstwahrscheinlich können wir das Ding abknallen. Wie eben gerade auch. Oh! Ah, gut, der da hinten hat. Der da hinten baut Scheiße. Der verfälscht das Ergebnis. Jetzt hat er mir die Hose ausgezogen. Na gut, ich tank das Ding mal ganz kurz leer. Und mache dann neue Schüsse rein. Obwohl, wenn er hier auf mich schießt, kann ich doch da drauf schießen jetzt, oder? Ja. Alles klar. Ging auf jeden Fall komplett durch. Wir nehmen die 1 weiter rechts. Mal gucken, was macht das Turret? Bewegt sich nie. Jetzt lass mich doch in Ruhe, ey, du Knecht Ruprecht. So, nehmen wir noch eine Foundation weiter. Ah, das Geschütz reagiert überhaupt nicht. Nehmen wir noch eine weiter. Auch hier reagiert er nicht. Nehmen wir jetzt die. Na, oh, jetzt schieß. Mann, schieß auf mich, komm schon. Warte, wir waren bei dem. Ja, da hat jetzt was getan. Bei der Foundation waren wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alter, leck mich am Arsch. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Also bei der 15. Foundation, genau bei der da. Ja, knallt er die ab. Mal gucken, wann er sie abknallen würde, wenn ich auf das Ding schieße. Oh, Alter, der wollte es wissen. Okay, also Mittel geht auf jeden Fall 15 Foundations lang. Da müsstet ihr halt ein bisschen eine kleine Schutz, einen Schutzpuffer mit einberechnen, weil ihr seht es, wenn ich da hinschieße und der das Ding abknallt, die Foundations darunter bekommen Damage. Ich habe jetzt kein Spyglass dabei. Warte mal, dann holen wir uns ganz fix eins. Spyglass. 6 Stück, jawohl. Und wir gucken mal, wie viel Schaden das Ding macht. Ja, die Hälfte wäre schon weg. 7900, mal gucken. Wenn wir dann nochmal draufzimmern werden, auf eine Wand da. Oh, die daneben ist kaputt gegangen. Huch. Also ganz wichtig, Schutzpuffer mit einberechnen, sonst ist es weg. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn er das da abschießt, könnten wir diese Foundation da als absolut safe betrachten. Was passiert, wenn ich da hinschieße? Ja, dann schießt er das relativ früh ab. Hat das Ding hier schon Schaden kassiert? Nein. So, dann nehmen wir den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also bei Mittel würde ich 12 Foundations auf jeden Fall für safe erklären. Das steht auf jeden Fall fest. In einem Satz zweimal auf jeden Fall gesagt. Läuft. So. Was ist denn mit dem Störenfried da hinten? Ist der jetzt leer oder was? Lappen. So. Dasselbe machen wir jetzt hier nochmal. Das sollte auf jeden Fall durchgehen, glaube ich. Kein Problem. Ja, ging durch. Jetzt schauen wir mal. Den überspringen wir mal und gehen gleich zu dem. Geht auch komplett durch. Mal sehen. Geht auch durch. Den. Geht halt auch durch. Den. Auch der geht durch.
Habe ich das Teil jetzt leer getankt? Nehmen wir mal den. Mal kurz einen Test machen hier. Nein! Nein! Ihr habt. No. Na gut, ich muss das Ganze ganz kurz aufbauen und dann haben wir uns gleich wieder. So. Das Ganze hätten wir jetzt 1:1 nochmal aufgebaut mit dem Turret of High. Das probieren wir jetzt einfach nochmal, ne? Wir schießen zuerst da drauf. Es passiert nichts. Wir schießen auf den nächsten. Es passiert nichts. Wir schießen auf den dritten. Hat er sich gedreht? Oh, ich erkenne das hier so schlecht gerade. Ja, gedreht hat er sich schon mal. Aber kam noch kein Schuss bei rum. So, wir schießen auf den vierten. Oh, jetzt mit verschlechterten Bedingungen. Hat da drauf geschossen, ja. Da schießt er drauf. 1, 2, 3, 4 minus 27. Also, ne? 27 minus 4. Bei der 23. Foundation fängt er auf jeden Fall an zu schießen. 1, 2, 3, also da. Aber jetzt sehen wir es nochmal, wenn ich die wegschießen will. Ja, lad halt nicht nach. Wenn man die wegschießen will, bekommt man die auf die Distanz auf jeden Fall noch weg. Jetzt gilt es herauszufinden, ab wann man die nicht wegbekommt. Komme ich auch noch weg? Das war jetzt die was? Die sechste, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6. Das wäre jetzt die 7. Da komme ich auch noch weg. Die 8. Komme ich auch weg. Sag mir nicht, das Ding ist schon wieder eingekackt. Alles klar, nein, das Ding läuft. Das Ding läuft. Mal die nächste weg. Der braucht so lange zum draufschießen, warte mal. Oh Gott. Ja, dann schießen wir doch von hier. Aber man kriegt auf jeden Fall eine Menge weg. Man kriegt eine Menge weg. Ich glaube, der wurde auf jeden Fall abgeschossen schon. Spielen wir weiter. Okay, den hat er jetzt richtig weggeknüppelt. Mal gucken, ob die Foundation dann da Schaden bekommt. Oh, ob nicht jetzt hier gelandet. Da. 10.300. Könnte aber sein, dass die von dem Splash Damage von der daneben den Schaden bekommen hat. Testen wir jetzt nochmal. Wir waren bei 10.300 ein bisschen. Oder bei 10.000. Ja. Gut. Ab da kann ich tun und machen, was ich will. Es klappt nicht. Gucken, ob ich die von hier kaputt bekomme. Von hier wahrscheinlich, ne? Ja, von hier bekomme ich die noch weg. Aber das ist ja auch nicht der Plan dabei, ne? Geht ja schon um die Distanz von links nach rechts, nicht von hinten nach vorne, weil da schafft er es auf keinen Fall. So, müsste er weg. Wow, wow! Das heißt, wenn ich mich hier hinstelle, kassiere ich. Ja, hallo, hallo, chill, chill ein Cock. So. Das zählen wir jetzt nach wieder. Ach komm, dann schießt du auf mich, ist mir egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Foundations, die wir so nicht kaputt bekommen. So, dasselbe gucken wir jetzt nochmal hier. Welche hatte denn keinen Schaden bekommen? Hatte die hier keinen Schaden bekommen? Das muss man nochmal ganz kurz testen. Du kleiner Wichser da hinten, ey! Okay, also die bekommen schon keinen Schaden, da kommen wir nicht durch.
Okay. Ja, dann ist der Schaden wohl noch von der dann daneben liegenden. Aber die hat Schaden bekommen. Das heißt, wir zählen mal von hier, weil die ist echt safe dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so, und bei der Low, da waren wir uns ja einig, dass Low echt, ja, irgendwie schon ein bisschen suckt, ne? Oh Mann, Alter. Wundert euch nicht, weshalb ich nicht sterben kann, aber ich habe unendlich Leben. So, jetzt nervt's mich langsam, macht es weg. So, kommen wir jetzt zu. Oh, warte mal, den will ich noch töten. Bam! So, kommen wir jetzt zu diesem schönen Teil. Ich erkläre es euch nochmal. Ihr kennt ja das Problem. Ihr baut eine Base und wisst nicht genau, wie ihr die Turrets platzieren sollt, könnt, wie ihr sie einstellen könntet. Wir haben hier jetzt mal drei Möglichkeiten. Einmal die fortgeschrittenere, was die meisten machen, auf Catwalks ganz vorne drauf. Man erhofft sich damit einen erhöhten Richtwinkel nach unten und nach links und rechts, dass der halt schön lange auf einen ballern kann. Was ich noch gesehen habe, ist diese Möglichkeit. Was sie bringen soll, weiß ich nicht, weil man nimmt halt echt eine Menge Spielraum. Der hat halt nur so einen kleinen Richtwinkel dadurch. Und dann das Standardmodell eigentlich bei jedem Neuling einfach nur aufs Dach gekloppt und gut ist. So, und diese drei, die testen wir jetzt mal auf ihren Richtwinkel. Das heißt, wie weit können die nach unten schießen, wie weit können die nach rechts schießen, wann ist man wo safe? So, das Ganze probieren wir jetzt mal aus. Ey, als ob der immer noch auf mich schießt, ey, das war in der Schule auf jeden Fall ein Streber. Also ihr merkt, High ist echt belastend. So, jetzt habe ich mir mal die Schuhe ausgezogen. Jetzt läuft man nackig. Oh, Kriegsverletzungen im Gesicht, an der Brust. Und nackig rumlaufen. Genauso wollen wir das. So, jetzt schauen wir mal hier. Auf was sind die eingestellt? Ich glaube auf Low. Weil ich nicht wollte, dass sie die ganze Zeit auf mich schießen. So. Das wäre low, ja. Wir sehen aber direkt, dass er mit dem Catwalk als erster schießt. Natürlich, weil er eine Foundation weiter draußen ist, ne? So, mal gucken hier. So, hier würden alle auf mich schießen. Ich laufe jetzt mal. Nee, warte mal, wir machen das mal so. Ich laufe zuerst auf den drauf. Mal gucken, wer auf mich schießen kann und wann er aufhört. Okay, schießen. Ah, der hört direkt auf. Ein Minuspunkt für diesen Boy. Wir gehen weiter. Boah, der hat einen guten Richtwinkel hier, ne? Okay, der hört nur auf, weil da die Wand ist. Ja, mal ein bisschen hier hin so. Wow, Standbild und mein Herz war. Seht ihr das, wie weit straight der nach unten schießen kann? Der kann geradeaus nach unten schießen. Im Leben nicht. Ach, ich hatte nur einen Helm an. So, warte mal, das würde ich mir gerne angucken, wie weit er gerade nach unten aimt. Wow, alles klar. Also komplett 90 Grad nach unten, für ihn gar kein Problem, sobald ich jetzt einen Schritt nach hinten gehe. Schießt auf mich. Ja, macht halt echt. Alles klar. Sobald ich aber unter dieser Foundation bin, ist finito. Mal gucken, ob ich. Warte mal. Hier schießt er auf mich, auf der Höhe. Laufe ich die mal hier lang. Mal gucken, ob noch was auf mich schießt. Der Boy zum Beispiel. Der hier ist komplett Totalschaden. Das ist komplett useless. Ah, der kommt halt nicht. Ja. Ich glaube, man erkennt hier recht schnell, dass das hier einfach die beste Lösung ist. Der Zigeuner schießt einfach überall, wo ich bin, schießt er auf mich. Ich kann hier stehen, ich kann hier stehen. Ich kann unter ihm stehen, kurz davor.
hier halt nicht, ne, weil ist klar. Aber mal gucken, wann er hier auf mich schießt. Ja, wenn wir jetzt diesen Winkel ausrechnen könnten. Ich bleib mal so stehen. Ihr könnt ja mal das Geodreieck auspacken und mal den Winkel berechnen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie hoch groß dieser Winkel ist. So, sobald ich jetzt ein bisschen nach vorne gehe, ist er wieder weg. Ja. So, gut. Also der ist komplett total Schaden. Den würde ich niemals bauen. Obwohl er ziemlich cool aussieht, das muss man ja sagen. Es sieht halt echt cool aus. Aber useless as fuck. Den Boy hier. Den könntet ihr bauen auf dem Dach ohne Catwalks. Aber baut ihn nach ganz vorne. Gehen wir mal von aus, das ist das Dach jetzt hier. Warte mal, kann ich hier bauen? Warte mal, ich force mich mal kurz hier rein. Moment, dann probieren wir ganz schnell nochmal was. Oh, falsche Taste. Wir gucken jetzt mal ganz fix, was brauchen wir? Eine Foundation? Ja, gib mir 100, nehme ich auch. So, bauen jetzt einfach mal so eine provisorische Hausmauer, dass das Catwalk das Dach darstellen kann. So, okay. Da ist das Dach und das Turret ist am Rand. So, jetzt verlassen wir den Tribe wieder. Leave Tribe. So. Selbst wenn ich an der Wand stehe, schießt das Teil auf mich. Wenn ich jetzt, warte mal. Okay, ich kann keine bauen. An der Wand langlaufen würde, das Ding schießt immer auf mich, immer. Okay, das ist halt echt ziemlich sick. Wusste ich selber auch noch nicht. Also wenn ihr das Ding so positioniert, hat man nie Ruhe. Man kann hier nicht lang rennen und mal C4 anheften, funktioniert nicht. Naja, gut. Ich denke, das war's erstmal. Wenn es noch Vorschläge gibt, was noch mit Turrets, was euch gefehlt hat, was ihr noch gerne wüsstet, was ich ausprobieren soll, lasst es in den Kommentaren. Auf jeden Fall. Wenn nicht, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt einen Shitstorm in die Kommentare. Macht mich so richtig zur Sau, was scheiße war. Kann ich mit leben. Nichtsdestotrotz, euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.